Tag allerseits beim Freunde fürs Leben Bar Talk. Die Lieblingsbegrüßungsfloskel von allen Erdenbürgern ist: Na, wie geht's? Ich wusste, es kommt die Braue. Ich stehe auch nicht immer morgens auf und sage irgendwie, ich bin cool, mir gehört die Welt. Du kannst dich dafür, du siehst einfach scheiße aus, finde ich damit ab. Dann haben manche Lehrer auch so Sätze rausgehauen, ihr seid in der Hauptschule, das bringt eh nichts. Vergisst ja auch nicht. Genau, das vergisst man nicht. So. Aber ich mag es, Liebe zu verteilen. Auf meine Art und Weise. Du wirkst wie ein Typ, der fürchtet weder Tod noch Teufel. I own my fears, so it doesn't own me. Ich schaue euch einfach mal 10 Minuten in dem Spiegel ganz tief in die Augen. Ich finde, anders sein kann auch unglaublich anstrengend sein. Ich bin sehr, sehr lange davon ausgegangen, dass Kinder aus dem Bauchnabel kommen. Hä? Und jetzt geht's explizit um das Thema Depression und Suizid. Ausgebrannt zu sein, weil man sich so erschöpft hat, das darf man. Aber von innen heraus einfach so erschöpft zu sein, dass man das Außen nicht mehr packt, das darf man irgendwie immer noch nicht, glaube ich. Ja, heute ist aber wieder ein scheiß Tag und das ist dann irgendwie der 10. Tag in Folge und dann ist es der 30. und 90. Tag in Folge. Es gibt aber Menschen, die hängen da fest und sie sehen das Licht nicht. So, die sehen nicht, dass es auch wieder nach oben geht. Das ist eine Erfahrung, dass du, egal wie gut du Bescheid weißt, einfach genauso wie jeder andere da reinrutschen kannst. Was glaubst du denn, könnte seitens der Gesellschaft erstmal getan werden, um Suizide zu verhindern? Darüber reden, informieren, dass man Hilfe anbietet. Es ist so gut zu wissen, dass man nicht alleine mit dieser Geschichte dasteht. Hört auf, euch zu schämen für euch selbst. Ich glaube, da ist noch einiges Arbeit zu leisten an Aufklärung. Was war denn die größte Aufgabe, die du in deinem Leben meistern musstest? Text lernen kann ich nicht und ängstlich gucken kann ich auch nicht. Das wird schon mal nichts. Ich lerne mich gerade selber kennen und ich lerne gerade, wie so ein Leben in Achtsamkeit funktioniert. Ich meine es wirklich so. Bleib wie du bist. Ihr habt das nicht gesehen, was hier los ist, oder?